Scheiß Garage, ich schau den Bass in die Stadt, denn das hier gibt mir Kraft. Ich bin bei 200%, denn ich weiß, dass ich es schaff. Ich bin ein Saarzeiter. Ich bin Saarzeiter. Wir stellen fest, dass Menschen ihr Leben lang hart schuften, egal wie sie ihre Gesundheit kombinieren, in Firmen gehen und gemobbt werden, Tabletten nehmen und trotzdem wieder gehen, um irgendwo durchzukommen. Eine furchtbare Situation eigentlich. Und trotzdem kommen diese Leute, die ihr Leben lang knüppeln und arbeiten, niemals auf einen Grund frei. Dann gibt es Leute, die haben in ihrem Leben nie gearbeitet, waren immer auf der Sonnenseite, waren immer reich. Die nächsten Generationen werden es auch nicht. Und die davor waren es auch. Daran erkennt man, dass hier offensichtlich eine Systemproblematik ist, die man hinterfragen soll. Es geht um eine Systemproblematik, nicht um eine Verurteilung. Denn sowohl derjenige, der in den Flammen wohnt, als auch derjenige, der in den reichen Vierteln wohnt, ist vermutlich